Ich will auf etwas aufmerksam machen, was ich sehr interessant finde und was regelmäßig vorkommt, nämlich ein Chartmuster, ein Verhaltensmuster, das Bände spricht und ein bisschen eine Vorausahnung möglich macht, in welche Richtung der Markt sich wohl als nächstes bewegen wird. Das ist jetzt in diesem Beispiel relativ kurzzeitig. Keine Sorge, wir werden natürlich auch auf die Amerikaner gucken, aber das ist jetzt hier auf den DAX Future, in dem Fall den Dezember-Kontrakt, und zwar im 5-Minuten-Chart. Ein kleines Lehrstück sozusagen aus der Charttechnik, und zwar, ich gebe es ja zu, ich bin ein Elliott-Wellenliebhaber und das nutze ich so gerne. Nämlich, wenn wir irgendwo eine scharfe Bewegung, eine ABC hatten, gut zugegeben, nachts jetzt nicht überzubewerten, dann eine nächste Bewegung, wieder was wackelig und danach kommt eine fünfte Welle. Und diese fünfte Welle fällt häufig auf, nicht immer, aber häufig. Nämlich erstens, dass sie sich so eindreht, dass sie nicht mehr in die Richtung so stark geht, dass sie immer noch in Trendrichtung geht. Ich kann das gar nicht so schön zeichnen jetzt hier, aber eben sehr korrektiv aussieht. Also wenn wir uns das hier mal angucken, dieses hintere Teilstück, was wir hier haben, das ist eine ganz klare Aufwärtsrichtung, also in Trendrichtung, denn der Trend hier läuft ja nach oben. Zugegeben, wir sind im 5-Minuten-Chart, soll uns aber nicht stören, denn ich zeige euch das gleich nochmal an anderer Stelle. Aber wenn ihr das seht, so ein Verhalten ist in der Regel entweder eine Korrektur. Wenn die nach oben geht, müsste der Kurs dann nach der Korrektur in diese Richtung gehen. Oder es geht in Trendrichtung, dann steht es am Ende der Trendrichtung und der Kurs geht nachher runter. Das heißt, wann immer ihr so etwas seht, solltet ihr vorrangig die Abwärtsseite im Fokus haben. Stichwort Ending Diagonal. Und ich hatte es angekündigt, das ist hier natürlich jetzt eine sehr kurzfristige Geschichte. Funktioniert das woanders auch? Ein sehr bekanntes, berühmtes Beispiel ist hier im Wochenchart beispielsweise, wo wir ja doch eine relativ deutliche Bewegung hier hatten. Und hier hinten ist es in Trendrichtung. Es ist hier der höchste Punkt. Also da hinten geht es immer noch nach oben, aber ebenfalls wackelig. Ich mache es nochmal weg, dann wird das deutlich. Und anschließend dreht der Markt. Vorsichtig, das ist jetzt keine Ankündigung. Rechnet mit dem Schlimmsten. Es geht ein paar tausend Punkte runter. Es geht erstmal darum, dass diese Bewegung jetzt das Ende der aktuellen Richtung wahrscheinlich einläutet. Und wir haben auch ein aktuelles Beispiel aus dem Tageschart. Schaut euch das an, wie stark wir hier vorne so unterwegs waren. Und dann gucken wir uns das hier mal so an, wie das hier aussieht. Theoretisch hier mit interner Bewegung nochmal. Alles sehr, sehr wackelig hier nach oben in Trendrichtung, aber korrektiv anmutend. Und anschließend kam der Abverkauf. Also ein Verhaltensmuster, das ich immer wieder sehe im Chart in den verschiedenen Märkten und was dann ein Indiz dafür ist, dass der Markt fällt oder dass der Markt tatsächlich dreht. Wir haben hier aktuell im Minutenchart, wir hatten uns ja gestern auf dem Minutenchart ein bisschen fokussiert, mit Blickrichtung eigentlich nach unten. Also mit einer Abwärtsrichtung, das ist tatsächlich auch eingetreten. Allerdings für meinen Geschmack ist das hier nicht korrektiv genug gewesen. Darüber lässt sich natürlich immer streiten, aber ich mag das gerne, wenn sich das ein bisschen mehr ausprägt, als es hier der Fall war. Das war hier nicht besonders sinnvoll zu erkennen. Das ist hier im S&P 500 dann doch etwas deutlicher gewesen. Der sehr steile Abverkauf, das wackelige hier nach oben und dann die Fortsetzung nach unten als ein Indiz. Aber nochmal ein Hinweis auch hier auf das, was wir eben angesprochen haben. Guckt es euch nochmal an. Steile Bewegung, Trendrichtung auch hier, aber das sieht korrektiv aus. In Trendrichtung läutet sehr häufig das Ende ein. Also insofern, ihr seht, der heutige Beitrag ist mal ein bisschen ein Lehrstück, einfach als Erinnerung, in welche Richtung der Markt wahrscheinlich nicht mehr ewig weiterlaufen wird, wenn wir sowas sehen. Keine Sorge, das gibt es nicht immer. Also hier sehen wir es zum Beispiel auf diesem Zeitding, hatten wir hier keine Wackelei nach oben und trotzdem ist der Markt nach unten gegangen. Also bitte nicht falsch verstehen im Sinne von, es muss das immer passieren, aber wenn es passiert am Ende einer Trendbewegung, ist sehr häufig bald das Ende dann nahe und der Kurs dreht die Richtung. Also insofern das mal als kleine Einleitung. Ansonsten der Hinweis natürlich, meldet euch an für den Trade des Tages. Dort stellen wir ja nicht nur solche Situationen grob vor, sondern normalerweise auch mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken, zumindest wenn der Markt uns welche bietet, dann bringen wir da immer Trading-Vorschläge, die wir auch selber im Fokus haben, also für uns umsetzen und geben dann dort bekannt, an welchen Marken wir genau unseren Einstieg und unseren Ausstieg setzen, wie wir mit den Stops umgehen, was wir da tun, damit ihr bestmöglich das nachvollziehen könnt, wer mag, es gegebenenfalls in irgendeiner Form vielleicht sogar mithandeln kann oder aber einfach als Lehrstück
um zu überlegen, ah, so könnte man das machen, so, und vielleicht eine Anregung dann für euch, euren Lieblingshandelsansatz daraus zu entwickeln, wie auch immer der dann aussehen mag. Ansonsten für diejenigen, die noch aktiver mit dabei sein wollen, nicht nur diese typischerweise eine Trading-Idee pro Tag dann haben wollen, sondern vielleicht mehrere Hinweise. Meldet euch an für Born for Trading. Dort bekommt ihr zwischendurch immer mal wieder entweder ein Screenshot. Heute Morgen hatte ich zum Euro schon was geschickt dazu. Oder aber Videobeiträge mit Ideen, aktuellen Situationen, Fragen, die ich dort mitunter beantworte, zumindest mal im Allgemeinen. Also meldet euch an für Born for Trading. Es kostet doch nichts. Es wäre schade, wenn ihr das verpasst. Es gibt so viele schöne Sachen im Markt zu sehen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.